Sushi. Heute auf dem Weg zur Arbeit, ne? Da ist mir so eine Idee gekommen. Ach du Scheiße. Naja, nun das 365-Minuten-Projekt ist ja schon eine Weile her, ne? Ja, ich dachte, wir machen so ein 24-Minuten-Projekt so. Sag mal, wie stellst du dir das überhaupt vor? Jeden Tag, 24 Tage lang eine Minute? Hä? Ich habe noch so die Schnauze voll von diesen 365 Minuten. Jetzt kommst du mit so einer Scheißidee. Ich finde das gut. Ich meine, vor der Linse mal ein paar Faxen machen. Ich meine, das könnt ihr ja, ne? Aber wer sitzt denn hier wieder und schneidet stundenlang die Videos zurecht, hm? Na du. Ja, klar. Was anderes habe ich nicht erwartet. Sag mal, wer von euch hat das letzte Blatt Hakel feucht genommen? Ich Bescheid gesagt. Er war's. Ich kaufe dir morgen neu. Okay. So, und jetzt mal zu euch bei. Diese unheimlich dumme Idee ist mir wirklich beim Fahrradfahren gekommen. Heute früh jeden Tag eine Minute so Art Adventskalendertürchen bis Heiligabend ein Video zu machen. Ganz spontan, das heißt den Tag über irgendwas drehen, zu Hause, unterwegs, wie auch immer. Irgendwas von mir selber, nach Hause kommen, den gleichen Tag zusammenschneiden, eine Minute und hochladen. Glücklicherweise nur 24 Tage, man darf bloß keinen Tag aussetzen, so wie beim 365-Minuten-Projekt, da waren ja ein bisschen Toleranz gewesen, dass man auch mal aussetzen kann, hier nicht. Eigentlich passt es von der Zeit her nicht, weil es viel zu lange dauert, immer dieses ganze Geschnitzel, beziehungsweise wenn man vielleicht immer irgendwelche Sachen machen möchte, weil ich immer welche Sachen machen möchte, weil ich immer welche Sachen machen möchte, weil ich immer welche Sachen machen möchte, wo ich immer so viele Zeiten brauche. Auch so viele Gezeiten. Ich meine, in das 365-Minuten-Projekt bin ich ja genauso reingestolpert. Vielleicht mache ich es jetzt auch einfach wieder. Also ab morgen wird es dann losgehen. Und vielleicht hat ja irgendwelche Leute haben vielleicht Bock mitzumachen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ideen, Kleinigkeiten, kleines Gedichtchen, kleine Malerei, einen kleinen Spruch, Gesicht des Tages. Oder vielleicht von einer schönen Begebenheit erzählen. Das wird wirklich eine spontane Geschichte. Dass man wirklich den Tag erst über, ich habe jetzt nichts geplant. Also es kann auch mal sein, dass dann das Türchen aufgeht und wirklich ein langweiliges Gegerne und eine Stimme dir erzählt, dass ich heute gar keine Zeit habe, ein Video zu machen und ich gleich schlafen gehe. Auch das kann passieren. Also habt Nachsicht. Tschüss.